Frau Abgeordnete Zadic, bitte. Vielen Dank. Herr Minister, wir wissen, dass laut allen seriösen Prognosen das Wirtschaftswachstum heuer am absoluten Zenit ist. Das heißt, wenn wir bei den 1,1% bleiben, dann werden unsere Beiträge nicht mehr so stark steigen, wie das heuer der Fall ist. Gleichzeitig steigen aber die Kosten, Inflation und so weiter. Und gleichzeitig wollen wir aber auch mehr investieren aus dem Grenzschutz und viele weitere Ideen, die wir in der Migration und Asylpolitik haben. Daher die Frage, wenn wir nicht mehr einzahlen und gleichzeitig aber mehr wollen, können wir oder können Sie sich vorstellen, dass die EU auch Eigenmittel erwirtschaftet, im Zusammenhang zum Beispiel Steuer auf digitale Betriebsstätte auf einer europäischen Ebene oder die Finanztransaktionssteuer? Also insgesamt kommt es zu einer Steigerung im Vergleich zum letzten Rahmen, auch wenn das Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark steigt wie in diesem Jahr. Schauen wir mal, ich hoffe, dass es das trotzdem tut. Insgesamt wären es Steigerungen pro Jahr um ca. 10 Milliarden Euro auf dem Durchschnitt von jetzt. Das ist eine ganze Menge, sogar wenn Großbritannien nicht mehr einzahlt. Wir glauben daher, das ist ausreichend, um die Kompetenzen der Europäischen Union auch entsprechend zu stärken. Man kann Umschichtungen vornehmen, Einsparungspotenziale sind da. Das heißt, aus unserer Sicht ist das nicht notwendig. Es ist auch nicht notwendig, neue Steuern zu erfinden auf europäischer Ebene. Ich halte das für eine Sache, wo man den Anfängen doch wehren muss, denn wenn das mal geöffnet ist, dann können wir als gelernte Österreicher sagen, da kommt dann recht schnell recht viel dazu. Deswegen sind die prinzipiell mal gegen neue Steuern auf europäischer Ebene.